Naja, ich glaube, die größte Achterbahnfahrt war ja schon der Auftakt in Hongkong mit dem Sieg am Geburtstag und ja, dann wieder die Disqualifikation eine Stunde später oder ein paar Stunden später. Ja, und das hat natürlich schon mal den Start in die Saison etwas schwieriger gemacht. Anstatt da als Tabellenführer abzureisen, sind wir von Anfang an den Punkten hinterhergerannt und hatten dann auch die Rennen darauf eher ja, nicht so das Glück auf unserer Seite, haben dann aber in Mexiko wieder gewonnen, also da so ein bisschen den Befreiungsschlag gehabt und ja, letztes Mal in Uruguay eigentlich dann wieder ein sicheres Podium mit einem Problem am Auto verloren. Also ich glaube, man kann sagen, wir haben zu viele Punkte schon weggegeben dieses Jahr. Wir sind sehr stark, wir sind sehr gut unterwegs, aber wir müssen jetzt für die zweite Saisonhälfte einfach Konstanz reinbringen und wirklich immer vorne punkten. Sie haben die Konstanz angesprochen. Die vorne sind, die haben diese Konstanz hingebracht. Was kann man als Team bzw. als Fahrer machen, dass man eben auch auf so eine Konstanz kommt? Naja, da spielen in der Formel E einfach sehr viele Faktoren mit rein. Ich sag mal, die jetzt vorne sind, die waren auch nicht immer konstant. Aber man sieht halt einfach, dass das irgendwie auch der Schlüssel ist, um Meister zu werden. Das hat man letztes Jahr mit Lukas gesehen. Und ich sag mal, wenn wir halt einfach Probleme im Auto haben oder Fehler als Team machen oder ich als Fahrer Fehler mache, das muss man halt einfach versuchen abzuschalten. Ich meine, ich habe eigentlich schon das Gefühl, dass ich, sag mal, von meiner Leistung her die konstanteste Saison bis jetzt fahre und eher die äußeren Umstände ein bisschen dagegen spielen, aber das gehört halt einfach dazu. Das sind Dinge, die kann man schwer beeinflussen als Fahrer selbst, aber man muss einfach weiter dran glauben und alles geben. Das Auto selber, das zeigen die Ergebnisse, das ist ja eigentlich schnell. Was sind denn so die Stärken, die Audi im Moment ausspielen kann? Also ich glaube, unsere Stärke ist im Moment definitiv die Rennpace. Im Qualifying sind wir schon gut dabei, aber es ist nicht so, dass wir überlegen werden oder uns da super leicht tun. Da sind vielleicht ein, zwei Teams noch einen kleinen Ticken besser aktuell wie wir. Da müssen wir einfach noch ein bisschen schauen, dass wir an uns arbeiten, wobei wir da wirklich von Hundertstel sprechen. Also es ist ja alles sehr, sehr eng beisammen.